Ja, Leute, wenn ich Kajal drauf habe, ne? Ich sehe alles verschwommen. Aber wirklich alles. Deswegen gucke ich die ganze Zeit so komisch. Hallo, ich war shoppen, aber nicht in Deutschland, sondern in der Türkei. Und zwar war ich in Urlaub und meinen Urlaubsvlog verlinke ich euch direkt hierhin. Ich wollte euch zeigen, dass ich mir alles so gekauft habe. Wie in jedem Shopping Hall gucke ich immer nach rechts, weil die ganze Sachen nach hinten liegen. Ich weiß, ich muss mir das irgendwie abgewöhnen. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Video an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Yeah! Leute, wenn ich in der Türkei bin, gehe ich mal bei LTB einkaufen, weil LTB ist eine türkische Marke und die sind da super günstig. Hier in Deutschland zahlt man schon für eine Hose 140 Euro und für eine Bluse 70 Euro. Aber in der Türkei, ich war im Schock. Weil diesmal habe ich es so ein bisschen kontrolliert. Die teuerste Hose hat 170 Teller gekostet. Das sind ungefähr 33 Euro. Und das ist schon ein krasser Preisunterschied. Und das hatte ich auch der Kassiererin gesagt. Ich so, in Deutschland sind die Hosen richtig teuer. Die so, echt, wie teuer sind die denn ungefähr? Habe ich ihr das so erzählt und die war richtig im Schock. Das ist da so günstig. Also, falls ihr mal in die Türkei fliegt, wenn ihr mal richtig shoppen gehen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall LTB, weil die haben da so schöne Jeanshosen und die Jeanshosen von denen, die sitzen auch top. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, was ich mir alles bei LTB gekauft habe. Und hier oben schreibe ich euch direkt die Preise hin, einmal in Tele und einmal in Euro. Ich habe mir bei LTB eine Lederhose gekauft. Was ich an dieser Hose schön finde, die glänzt nicht zu sehr, weil die halt matt ist. Also ich sag mal so, wenn man die Hose trägt, man wird niemals drauf kommen, dass es eine Lederhose ist. Erst wenn man drüber fühlt, merkt man, dass es eine Lederhose ist. Und die hat mir so gefallen, die sitzt auch sehr schön. Die hat halt hier an den Seiten einen Reißverschluss. Die Hose ist von unten eng geschnitten und die sitzt wirklich so schön. Also die kommt genau bis zum Knöchel. Dann habe ich mir noch eine Jeanshose bei LTB gekauft. Die hat mir sehr gefallen in Größe 26. Ich kann mich daran erinnern, wo ich in Istanbul war und bei LTB einkaufen war, habe ich Hosengröße 25 getragen. Jetzt bin ich auf 26 gestiegen, weil ich habe auch sehr zugenommen. Also ich habe wirklich im Urlaub sehr, sehr zugenommen. Das hat mir auch nicht zu seine Zuschauerin gesagt, dass ich zugenommen habe, aber ich finde das nicht so schlimm. Auf jeden Fall, die Hose hat mir sehr gefallen, weil die Farbe so schön ist und die ist nicht zerrissen. Nur ganz unten ist sie halt leicht zerrissen und das ist das, was mir am meisten gefallen hat. Ja. Leute, wo ich das erste Mal bei LTB reinging, habe ich mir direkt zwei Hosen gekauft, ohne das anzuprobieren, ja? Einmal in 24, einmal in 26. Ich weiß nicht, wer mir ins Gehirn geschissen hat und zu mir gesagt hat, Kaufgröße 24. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Hosengröße in 24 zu kaufen. Das hatte ich vor 3 Jahren oder so, wo ich so richtig abgemagert war. Ja, ich gehe ins Hotel und habe die Hosen anprobiert. Ich bin in 24 noch nicht mal reingekommen. Und dann dieselbe Hose habe ich auch für meine Schwester gekauft in 26. Da bin ich auch nicht reingekommen. Pure Enttäuschung. Ich so, ne, das liegt nicht an mir. Wir haben bestimmt irgendeine Fehler bei dieser Jeanshose gemacht, weil ich bin einfach nicht reingekommen. Das war richtig krass. Dann habe ich mir noch eine weiße Bluse bei LTB gekauft. Der Stoff ist aus Lein. Das ist das, was mir halt gefallen hat. Weil die Bluse sitzt sehr schön. Die ist halt locker geschnitten. Und ich finde, das passt halt sehr gut zum Herbst. Eigentlich könnte ich es jetzt auch tragen, weil seitdem ich hier bin, ist das Wetter ganz schön so. Dann war ich in ein Geschäft, Leute, das nennt sich Amber. Ich bin durch Zufall da reingegangen und habe dann diese schöne Jacke gefunden. Ich mache euch die mal zu, damit ihr das auch richtig seht. Also die Jacke sieht geschlossen halt so aus. Was mir an dieser Jacke gefallen hat, ist, dass der Stoff so weich ist und die Farbe, das passt einfach perfekt zu dem Herbst und das ist auch voll so meine Farbe. Also so, das hat so einen Karamellton und das gefällt mir einfach. Und die Jacke ist auch sehr kurz geschnitten. Ich freue mich schon richtig drauf, die zu tragen. Ich glaube, dieselbe Jacke gab es mal bei Zara. Ich glaube, das ist so eine ähnliche. Die war halt sehr bekannt. Jeder hatte die auf einmal an, außer ich.
Warum? Weil ich die ja natürlich nicht bekommen habe bei Zara, sondern hier alles ausverkauft. Und wo ich die gesehen habe, ich so, okay, die werde ich mir jetzt kaufen. Dann habe ich mir da noch eine Hose gekauft. Oh, die ist so schön. Oh, ich merke gerade auf meinem Bildschirm, die Hose, die sieht richtig rot aus, so richtig knallrot. Die ist aber nicht knallrot. Ich weiß nicht, für mich ist das eine Mischung aus so rot und orange. Also das ist halt so eine Mischung. Die Hose hat mir sehr gefallen, ist eine sehr feine Hose. Obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Hose mit Sneaker sehr schön aussehen würde. Das ist halt eine Stoffhose, die hat auch jeder an. Das hat halt zwei Taschen hier. Ja. Nur Leute, wisst ihr, was ich nicht bemerkt habe? Nein, wisst ihr nicht. Das ist keine hochgeschnittene Hose, sondern das ist eine Hüfthose. Und ich mag zurzeit keine Hüfthosen. Aber die gefällt mir und die Farbe hat mir halt auch sehr gefallen. Die Farbe ist ja jetzt auch richtig in. Dieselbe Hose habe ich mir auch in Schwarz gekauft, weil die mir so gefallen hat. Ist auch von demselben Geschäft am Bad. Yeah. Dann habe ich mir noch eine Hose gekauft und das Geschäft nennt sich Chance. Aha. Auf jeden Fall ist das eine blaue Hose, ist halt auch eine feine Stoffhose. Hat hier auch Taschen. Auf der Kamera sieht es wieder sehr, sehr hell aus. Das ist aber gar nicht so hell. Das hat halt so einen schönen Blauton. Hier hinten hat es halt auch Taschen und von unten sieht es so aus. Ich trage halt sehr gerne diese Hosen. Nur, was mich an diese Hose stört, dieses Gummiteil stört mich voll. Klar, das ist gut, ne? Das könnten halt viele tragen, aber das stört mich irgendwie, weil es sieht von hinten richtig scheiße aus, habe ich bemerkt, wo ich die Hose zu Hause erst anhatte. Und dann habe ich mir noch eine Bluse gekauft. Die Bluse hat mir einfach gefallen, weil die einfach anders ist. Ist halt so gestreift mit Rot und Blau und das muss man, die Ärmel kann man auch kürzen, indem man das hochkrempelt. Hat hier an den Ärmeln einen Knopf, ist halt nicht unbedingt langarm, sondern man kann es auch kurz tragen. Die Bluse hat mir gefallen, weil die so locker sitzt und auch einen super weichen Stoff hat. Deswegen habe ich mir die auch gekauft, mit der Hoffnung, dass wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dass wir wenigstens 20 oder 22 Grad haben, haben wir aber leider nicht. Bis heute nicht. Es ist draußen richtig am Regen und das regt mich richtig auf. So, oh, ich bin fast fertig. Dann habe ich mir noch ein Portemonnaie gekauft. Das sieht so aus. Ganz schlicht in Schwarz. Das ist echtes Leder. Hat der Mann mir gesagt. Ich hoffe, der hat nicht gelogen. Auf jeden Fall, was mir halt an diesem Portemonnaie gefällt, ist, dass es halt sehr viele Kartenfächer hat. Und von innen sieht das halt so aus. Ja, ich habe gar kein Geld drin. Und hier hat das halt auch noch eine Tasche und hier hinten passt auch noch etwas rein. Ich mag halt so schlichte, schmale Portemonnaies. Ja, so sieht das aus. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, mein Türkei-Shopping-Haul hat euch gefallen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen und würde mich auch über jeden weiteren Abonnent freuen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Tschüss!